Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm ist wieder zurück auf der Erfolgsspur. Am Ende ein 2:1 gegen den TSV Hartberg. Und es hat zu diesem Video gleich mal vorweg keinen Vorbericht gegeben, sorry. Da habe ich ehrlich gesagt ein paar kleine technische Problemchen gehabt und irgendwann ist man halt dann so genervt, dass man sagt, heute nicht, okay. Ich glaube, das Ganze hat dem Spiel auch keinen Abbruch getan. Die Blackies eben, wie gesagt, mit einem 2:1 gegen den steirischen Kontrahenten Hartberg. Kommen wir zum Spiel. Die Jungs eigentlich gut ins Spiel reingekommen, obwohl die Hartberger die erste relativ gefährliche Chance gehabt haben. Nach einer Standardsituation über rechts ist es Ivan Lubic, unser Mann, der den Ball fast ins eigene Tor abgelenkt hätte, natürlich unabsichtlich. Sein Ball klatscht an die Stange, wird dann aber von der Sturmabwehr im Endeffekt geklärt. Danach aber kommen die Blackies gut rein in die Partie, haben auch in den weiteren 15 Minuten sehr, sehr gut die Partie im Griff und kommen auch zu den ersten Möglichkeiten. Die erste eben durch besagten Ivan Lubic. Nach einem Fehler der Hartberger am eigenen 16er beim Spielaufbau, da fängt sich Janscher einen Ball ab vom Gegner, spielt den auf Lubic. Das Tor ist eigentlich so halb leer, aber Lubic ist da nicht zielgenau und schießt den Ball dann leider doch relativ deutlich am leeren Gehäuse vorbei. Danach Sturm aber weiterhin im Vormarsch. Die nächste gute Möglichkeit, Kevin Friesenbichler, diesmal am 16er von seiner Seite gesehen aus von rechts, wo er da sich schön durchsetzt und dann eben ein Schlenzer knapp am Tor von René Svette im Hartbergkasten vorbei. Sturm macht eben einfach mal eifrig weiter. Es gibt dann in Summe eben weitere Chancen. Nach einer Ecke beispielsweise ist es Gregory Wüthrich, der per Fallrückzieher wirklich, ich habe doch gesagt, der ist beweglich, sehr sehenswert zum Abschluss kommt. Auch da muss der Hartberg-Goalie eingreifen. Svette lenkt den hier wirklich knapp in letzter Sekunde über die Latte und dann platzt aber der Knoten bei der nächsten Ecke für den SK Sturm über rechts, Jakob Janscher. Der Ball geht an Freund und Feind so ein bisschen vorbei, wird, glaube ich, von einem Hartberger noch berührt, landet auf jeden Fall am zweiten Pfosten vor dem Bein von Ota Kitaischwili und der haut ihn rein, zapzerab mit links und trifft in Minute 22 zum 1:0 für den SK Sturm. Also die Führung für die Blackies völlig verdient, wie ich finde, zu diesem Zeitpunkt. Und ja, Hartberg hat man nicht so wirklich in der ersten Halbzeit ins Spiel kommen lassen. Sturm eben macht das sehr gut. Nur ein paar Minuten später dann auch schon die nächste sehr, sehr brenzliche Situation im Hartberger 16er. Zunächst ist es Kevin Friesenbichler mit einem wunderbar langen Diagonalpass genau in den Lauf von Jakob Janscher und der haut ihn rein. Boom! Wunderschön. Hätte man bei FIFA nicht treffender den reinmachen können. Und eben das 2:0 für den SK Sturm. Zu dem Zeitpunkt noch keine halbe Stunde eben gespielt. Jakob Janscher sowieso in der Form seines Lebens, zumindest in einer sehr, sehr starken Phase seiner Karriere mit eben dem Ausbau der Führung für die Schwarzen. In weiterer Folge in der ersten Halbzeit gibt es dann gleich die nächsten Abschlüsse, auch wenn dann nur von Sturm natürlich. Janscher wenige Minuten später nach einem Hierländer Zuspiel, auch da von halblinker Position im 16er, völlig freistehend, haut den diesmal allerdings knapp drüber und hat eben da die nächste gute Gelegenheit für Sturm. Im Endeffekt machen es die Blackies bis zur Pause dann auch recht souverän und mit dem 2:0 geht es dann auch in die Kabine. Zweite Halbzeit, da sah es dann, muss man ehrlich sagen, ein bisschen anders aus. Da kamen die Hartberger schon langsam, auch weil der Sturm sich dafür, sage ich mal, entschieden hat, das Ganze ein bisschen gemächlicher anzugehen, obwohl man nach wie vor die Spielkontrolle auch behalten hat, wie ich finde. Hartberg eben mit dem ersten Abschluss nach, ich glaube, 55 Minuten, da gab es einen Kopfball von Repp, der ging doch relativ knapp vorbei. Ein paar Minuten später, nach einer guten Stunde, dann aber aus dem, nicht aus dem Nichts, aber doch der Anschlusstreffer für die Hartberger. Tobias Kainz, einer der, ich glaube, 4 Ex-Blackies, oder mit Xabi waren es dann sogar 5, der war da auch schon in der Partie, mit 5 Ex-Blackies, die Hartberger ja ausgestattet. Jedenfalls Kainz eben, der Mann, der uns da ein bisschen wehtun sollte. Der kommt da zum Abschluss relativ kurzfristig, sage ich mal, vor dem 16er und sein Schuss dann eben ins lange Eck, für 7 handelt dann doch
unhaltbar an der Stelle. Und dann steht es eben nur mehr 2:1 nach einer knappen Stunde. Also Hartberg ist dann wieder im Spiel. Sturm nach wie vor trotzdem kontrollierend, wie ich finde, in der zweiten Halbzeit. Aber die Offensivaktionen waren dann eher so ein bisschen unkonzentrierter im letzten Abschluss dann. Also meistens gab es dann so den entscheidenden Pass, den ein Hartberger noch abwehren konnte. Und wenn Sturm wirklich abgeschlossen hat, dann gingen die Bälle eher drüber. Also da beispielsweise an einen Abschluss von Janscher erinnere ich mich da auch noch in der Schlussphase. Ansonsten, wie gesagt, Hartberg hat es versucht, kam aber auch nicht so hundertprozentig oft fürs Tor mehr. Die hatten einen gefährlichen Kopfball dann auch nochmal von Luckeneder, war es, glaube ich, in den letzten Minuten. Und danach, ja, nach einer bisschen Wischiwaschi-Aktion, sage ich mal, im 16er, wo die Hartberger den Ball im Endeffekt dann auch nicht reinbringen in der Nachspielzeit, ist die ganze Sache dann durch. Sturm gewinnt mit 2:1. Die Hartberger, ja, die haben sich teilweise ganz ordentlich verkauft, kämpferisch dagegen gehalten. Sturm aber einfach von der Qualität eine Stufe über Hartberg zu setzen, das hat man ganz klar gesehen. Der Sieg für mich auch deutlich, also trotzdem noch verdient, obwohl es vom Ergebnis nicht ganz so deutlich im Endeffekt war. Und ja, in diesem Sinne haben die Blackies dann das Ganze wieder mal zusammengebracht. Im zweiten Spiel im Frühjahr, also im zweiten offiziellen Frühjahrsspiel, gibt es dann den ersten Sieg. Nach der Klatsche zuletzt gegen Rapid natürlich Balsam für die Sturmseele. Und ja, so kann es natürlich gern weitergehen in den kommenden Wochen. Die Blackies sind wieder da. Und ja, es wird sehr interessant zu sehen, wie unsere Jungs sich in den nächsten Wochen und Monaten eben da weiterhin schlagen. Von dem her, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ-TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.